Du heil bitte dich. Ich hab's. Oh, eine Notiz. Brief des Tempels von Bar. Stimmt, unser Auftraggeber, der uns übrigens hierher geschickt hat, damit wir den Kristall kaputt hauen, meinte, dass der Tempel der Faust mit dem Tempel von Bar gemeinsame Sache machen würde. Es scheint, als sei der Kristall, den ihr entdeckt habt, nicht ganz das, was wir erwartet hatten. Aber wir schätzen seinen Gebrauch. Wir werden einige Kleriker schicken, um diesen Kristall zu untersuchen und dann entscheiden, was zu tun ist. Rechnen in einigen Wochen mit ihnen. Also eventuell treffen wir gleich auch ein paar Bar-Anhänger. Was jetzt nicht so wirklich schlimm wäre. Die sind ja nicht sonderlich stark. Oh, okay. Das sieht schon fast so aus wie der Raum mit dem Kristall. Also ich habe da was gesehen, was komisch aussah. Ja, da, Kristall. Ich mag diesen Dungeon. Oh, 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 okay, ich mag ihn nicht mehr ganz so sehr. Schwäche heilen bei dir. Also wir sollten nicht mehr einfach so reinlaufen. Dafür sind das zu viele. Du heil bitte sie. Hast du einen... Können wir mal einen Schutz vor Feuer? Du machst einen Schutz vor Kälte. Auch wenn wir eigentlich Schutz vor Luft brauchen, das haben wir nicht. Müssen wir uns unbedingt demnächst holen. Also entweder das oder sobald wir die Lichtmagie haben mit Schutz gegen alles. So, also ein, zwei Leute irgendwie da. Genau so. Test. Du heil sie. Du heil dich. Du heil sie. Du hau den tot. Okay, zaubern können wir jetzt um die Ecke nicht, aber hauen können wir. Jo, sehr schön. Kaputt, kaputt, kaputt. Und das war's. Sauber. Du kannst nicht mehr heilen. So, was haben wir hier? Kristall des Bösen. Talana? Du hast den Kristall des Bösen zerstört. Oh, und Verjüngung gefunden. Entfernt alle magische Alterungseffekte. Ist, könnten wir das nicht dem Typen im Kriegsbeier geben und sagen, wir hätten sein Ritual durchgeführt? Das wäre irgendwie praktischer. So, hier ist nichts. Hier ist nichts, hier ist nichts. Keine geheime Schatzkammer oder so. Das glaube ich doch erst, wenn ich jeder Wand einmal abgeklopft habe. Nö, hier ist nichts. Hast du irgendwas bekommen dafür, dass du es kaputt gemacht hast? Nö. Okay. Dann gehen wir jetzt hier raus und geben die Aufgabe ab. Das war sehr schick. Raus, raus. Der war bei der Kirche in einem der Nebenzimmer. Kriegen wir vielleicht gleich auch einen Stufenanstieg. Das wird die ganze Aktion bei dem anderen Dungeon wesentlich einfacher machen. Wie geht's? Suchauftrag. Gute Arbeit. Ich bin froh, dass du es rechtzeitig geschafft hast. Ich möchte gar nicht wissen, was Bar mit dem Kristall angestellt hätte. Du hast Enros einen großen Dienst erwiesen. Sind wir jetzt wieder auf guten... Nee. Immer noch bei minus 341. Wegen den Knochen wahrscheinlich, die wir verkauft haben. Handel mit Menschenknochen wird wohl nicht so gern gesehen. So, Gerogon und Talana haben Level Up. Das holen wir uns auf Lix. 18. 18. So, du nimmst mal mehr Zauberpunkte. Und du... Schild wollten wir eigentlich gar nicht erhöhen. Wir wollten ein Schwert hochbringen. So, Essen haben wir immer noch genug. Wir können kurz die Waffen verkaufen, wenn wir Platz haben. Waffen verkaufen. Weg, 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 weg. So. Und jetzt weiter nach Osten. Schon mal ein wenig durchbuffen. Genau, hebt die Augenbraue, Talana. Segen. Das war hinterm Zirkus.
Südöstlich. Du, kein Heldentum, das dauert noch, aber Präzision kannst du schon mal. Das wird irre praktisch mit den Licht- und Schattenzaubern später, wo dann alle Buffs zusammengewürfelt werden. Aber 100 Zauberpunkte, wie viel hast du jetzt gerade? 115. Könnten wir uns einmal buffen und einmal heilen, dann sind wir durch mit Lay. So, frische Goblin-Spuren, jada jada jada. Wir wollen hier runter. Dann war das der westliche Runtersprung-Dingens. Hier haben wir schon aufgeräumt, hier waren wir schon überall. Und hier ging das jetzt irgendwo gleich in den großen Raum, da wo die ganzen roten Punkte auf uns warten. Hier schon. Karte wird langsam ein wenig unübersichtlich. Nee, hier war ein anderer Unterfallpunkt. Also ist der große Raum unter uns? Ah, hier vielleicht. Das mit dem Runterfall. Oh, oh. Ja. Du. Heldentum. Das sind Goblins, die zaubern. Oh, ich mache mir tot. Das sind viele Goblins, die zaubern, okay. Sogar Grüne dazwischen. Aber trotzdem läppert sich. Wow. Ein Schlag fast tot, unvergiftet. Ist doch Gift, oder? Vergiftung, ja. Geschafft. Es hat geklappt. So. Ogerhäuptling. Quatsch. So, da haben wir das Schreckgespenst des mittleren Raumes auch getilgt. Jetzt haben wir ja bloß 20 neue Abzweigungsmöglichkeiten, die wir alle erforschen müssen. So, hiermit könnten wir uns raus teleportieren, das wissen wir, wenn alle einen Bernstein haben. Sie hat aber keinen. Und wir wissen, wenn jemand keinen hat, und manchmal sogar selbst wenn er einen hat, stirbt man. Hier ist nix. Hier ist nix. Nix. Okay, wir Türen. Also wir nehmen die linke Tür. Was zur Hölle ist mit Lay los? Ist deine Rüstung kaputt? Nö. Du heil dich selbst. Ist wieder ein Häuptling, ja. Und Lay ist K.O., das ist nicht gut. Du. Weck sie mal auf, bitte. Lalala, oh. Wenn sie jetzt getroffen wird, ist sie tot, nicht K.O. Ah, er flieht sehr gut. Schieß mir in den Rücken. Oh. Flucht nach vorn. So, also linke Tür. Du heil mal sie. Was? Oh, okay. 1000 Gold. Sie sieht komisch aus. Hier ist nichts. Das ist eine sehr makabere Ecke. Aber na gut, du heil dich. Zweite Tür von links. Müsste man runterspringen. Ja, nicht so ein wirklich gutes Gefühl beim Runterspringen. Da wissen wir nicht, ob wir wieder rauskommen. Wir können allerdings hier nirgendwo schlafen. Kann man die Tür wieder zumachen? Ich will es nicht später vergessen, dass ich da noch nicht war. Nö.
Yeah. Okay, wir leben noch einmal. Segnen, runter da. Oh, nichts. Kiste. Loch. Ah, ich nehme Kiste. Hm. Sehr komisch. Was haben wir hier? Langgang. Oh. Dieser Dungeon ist übel. Übel. Jetzt, ich glaube, hier waren wir schon. Das heißt, wir... Ja, hier geht's noch raus. Okay, ich laufe zurück. Und da, wo die Kiste war, springen wir links in das Loch. Auch wenn ich das schleichende Gefühl habe, dass wir hier doch schon mal waren. Und auch hier schon mal waren. Ja, der ganze Gang ist schon ausgezeichnet. Okay, also die zweite Tür von links im Hauptraum, wo wir jetzt aus weniger Weise gerade wieder sind, führt also auch nirgendwo hin. Du, dritte Tür von links. Führ uns in neue Gefilde mit möglichst wenig oder schwachen Gegnern. Komm, haut den Goblin tot, das ist albern. Was? Magie erfrischend. Aber sonst ist hier nichts. Nö. Okay. War schön, dass so viele Türen recht schnell zu Sackgassen führen. Haben wir nicht so mehr die Qual der Wahl, wo wir hingehen können. Oh, da hinten sind Ogre und Goblins. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich gerne auf allen Charakteren Meisterrang Bogenschütze hätte. Das würde jetzt richtig gut abgehen. Aber ist so auch schon irre praktisch. Alle tot? Alle tot. Hm. Komische kleine Nischen. Komische Bambuswände. Und wieder blauer Boden. Der uns zurückführt. Oh. Der uns zurückführt zu dem Ding hier. Und von hier aus können wir zurück zum Hauptgang. Richtig? Richtig. ja. Okay, also die Tür war auch ein Flop. Und ich sollte echt darauf achten, ob ich nicht irgendwo zwischendurch mal schlafen kann. Also unsere Helden sich genug entspannen, dass sie schlafen würden. Aber sieht nicht so aus. Also wir haben jetzt alle Türen gecheckt. Wir sind noch nicht da runtergesprungen und noch nicht da. Das führt beides wohl in denselben Bereich. Und wir sind noch nicht hier runtergesprungen. Okay, nehmen wir das Blaue hier mal zuerst. Zwei einzelne Goblins. Werden bestimmt gleich mehr. Und wir kommen wieder wo raus, wo wir schon waren. Das könnten allerdings die Gänge sein, die wir frei bekommen sollen. Also das Tod im Gesicht hat uns ja mehrere Aufträge gegeben. Unter anderem auch, dass wir die Flusskanäle für seine Macht frei bekommen sollen. Vielleicht sind damit die Türen gemeint, die wir die ganze Zeit öffnen. Weil die Tür war vorher garantiert nicht da, sonst hätten wir sie gesehen, als wir das erste Mal hier waren. Moment mal. Ich glaube, hier geht's zurück. Ja. Also ja, jede Tür, die wir öffnen, ist gut. Wissen wir wenigstens, dass wir da was Neues gemacht haben. Ich würde nur trotzdem ganz gerne den einen finden, den wir töten sollen. Wo ging es hier hin? Ah, was war die Geschichte? Hauptraum? So. Das heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe, bleibt nur noch das hier. Und ich höre hier schon Ogre vor sich hin grunzen. Wir werden auf jeden Fall kämpfen müssen und das auch wahrscheinlich gegen Ogre-Häuptlinge, die uns fast one-hitten können. Ich würde echt gerne schlafen.
Aber in keiner Ecke, ne? Nö. Wir können einfach versuchen, hier mal so zu schlafen. Hier nicht. Nein, okay. Hier nicht. Dann bleibt nichts über. Geronimo!